bin heute schon wirklich sehr glücklich und zufrieden, dass dieses Sportzentrum eröffnet werden kann. Wir haben es in 2 Jahren gebaut. Dass wir es heute jetzt wirklich einweihen können, ist eine große Genugtuung und ein sehr glücklicher Moment. Wer als Kind und als Jugendlicher Spaß und Freude haben will, wer Sport in seiner ganzen Vielfalt erleben will, der ist in einem Verein, in einem solchen Sportzentrum wie beim ETV bestens aufgehoben. Dessen Eltern können mit gutem Gefühl darauf vertrauen, dass Profis am Werk sind. Es ist einfach mal ein Riesenstück zusätzlicher Platz für den Sport. Ich glaube, das ist sehr attraktiv für viele sein wird, hier aus den ganzen angrenzenden Stadtteilen. Und das wird eine Ausstrahlungswirkung haben. Und wir setzen ehrlicherweise ein richtiges Ausrufezeichen, nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Also ein größeres Vereinssportprojekt ist in den letzten Jahren ja in Deutschland gar nicht entwickelt worden. Also insofern hat das schon eine richtig große Bedeutung. Ja, wir erweitern unser Angebot erheblich. Wir sind jetzt hier zum Beispiel in dem Athletikraum. So etwas gab es bislang im Verein nicht. Wir haben ganz neu eine Boulderwand und eine Kinderbewegungshalle, eine Kletterwelt. Und dann erweitern wir unser Kursprogramm und unser Fitnessstudio mit den neuen Räumlichkeiten, hochmoderne Fitnessgeräte. Ja, wir wollen Sport in den Alltag der Menschen bringen. Jedes Sportzentrum ist wie dieses auch eigentlich eine spezielle Anfertigung für einen Verein und für die Bedarfe des Vereins. Wir sind halt ein Breitensportverein und müssen möglichst viel Sport hier anbieten für jung bis alt. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Man ist absolut begeistert davon, was man hier alles unter diesem Dach an Sportarten ausüben kann. Und man merkt auch den Spirit und die Freundlichkeit von allen, die hier sind. Und ja, man möchte Teil dieser Gemeinschaft sein. Und es ist absolut Wahnsinn, dass es geschafft wurde, auch in der Corona-Zeit dieses momentan deutschlandweit einmalige Projekt wirklich auf den Punkt zu Ende zu bringen mit einer minimalen Bauverzögerung. Aber dafür mein Respekt und auch mein Danke, dass es gelungen ist, dieses wunderbare Projekt hier zu eröffnen heute. Die Vielfalt ist absolut beeindruckend. Ja, wir kommen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen mit einigen Angeboten. Wir machen Tage der offenen Tür, wir machen Specials, Kinderturnsonntag kommt im November. Man kann hierher kommen, man kann sich das angucken, man kann es ausprobieren. Ich glaube, dass das, was wir hier bieten können, überzeugt und die Leute werden es lieben.